Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wir gehen erstmal live rein hier in einen Angriff, der jetzt gestern Abend stattfand. Also ich kann natürlich auch sagen heute Abend, aber für euch, ihr seht das Video etwas später, ein paar Tage später, ist das natürlich gestern gewesen, beziehungsweise für mich war es dann heute oder für euch ist es dann gestern oder vorgestern. Ist aber ganz egal. Auf jeden Fall erstmal, wenn ich was live mit reinkriege, nehme ich es mal ganz gerne mit in meine Videofolge mit rein. Aber es gibt natürlich hier auch Trauriges zu berichten, muss ich immer wieder feststellen in Clash of Clans. So ein paar Sachen sind mir immer so ein bisschen, da kann Supercell noch ein bisschen ran feilen, würde ich sagen. Es ist immer wirklich sehr, sehr schade. Aber im Moment nicht anders machbar. Vielleicht entwickelt Supercell ja hingegen irgendetwas, dass wir darauf einwirken können. Also dass die Community sinnvoll, sage ich mal, etwas tun könnte. Okay, was haben wir hier? Superhexen ist angeblich jetzt nicht nur in aller Munde, sondern auch bei dem einen oder anderen, der halt wenig Bodenangriffe gemacht hat. Ihr kennt Nachtschatten sicherlich aus meinen Videos, meistens mit irgendwas mit Lalo und noch ein Lalo und noch ein Lalo, egal ob Sui Lalo, Helden Lalo, Ultra Sui Lalo oder was auch immer. Aber mit Bodentruppen eher weniger, da ist er jetzt ein paar Tage mit unterwegs und das klappt gar nicht mal schlecht. Also umstellen der Strategie und er nimmt sogar Rootreiter mit, die waren aber wahrscheinlich in der Klarenburg. Nimmt er hier sogar mit rein und ihr seht ja die Masse, ne? Keine Hexe gestorben, ich denke mal, da ist wirklich keine gestorben hier in der Mitte und die Tanks mummeln sich da so mittendrin, ob die nur noch wirklich tanken oder nicht, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, da tankt irgendwie alles, dann auch noch ein Druide, hier ist ja auch noch ein paar Bären dabei und den schlauen oder den echt mal flinken Alter, der Ich finde die Gladiatoren einfach so geil, wenn die so richtig in Haste ist, ne? Wie die durch die Base hier ballert. Sehr schön. Jawohl, 3-Sterne-Hype. Hallo Miko, grüße dich. Und ich wollte aber tatsächlich mal auf was ganz anderes, was mir so ein bisschen traurig aufgestoßen ist hier. In Clash of Clans. Nein, nicht schon wieder ein Live-Angriff, Leute. Okay, Sparky. Auf den 16. Ah, das wird nichts, Sparkling. Das ist eine Totgeburt, glaub mir. Da hast du dir ein bisschen zu viel, glaube ich, vorgenommen. Manchmal denkt man ja, ach, so eine Kackbase hier, der 16er, ja, den haue ich mit meinem 13er mal eben peasy peasy weg. Ich glaube, dem ist nicht so, weil der ist ja doch schon, der ist, das ist zwar eine nicht so starke Base, denke ich mal. Aber die restliche Defense schießt auch ein bisschen. Also zumindest ein bisschen. Aber. Und vor allen Dingen 4 Luftabwehren noch auf den Ecken stehen. Er hat ja in der Mitte ein bisschen was weggemacht, ja. Und aber dennoch glaube ich, wird das bockschwer hier mit den Drachen durch den Rest der Base hier zu kommen. Muss ich ehrlich sagen. Und mein Wut ist auf jeden Fall eine 0. Mein Wut ist auf jeden Fall eine 0. Du beliefst, okay. Ich glaube nicht. Guck mal. Kommt ja kaum voran hier. Noch 60 Sekunden, eine Minute, 50 Sekunden Zeit und ist auf jeden Fall wieder ein schöner Abend. Seid ruhig dabei, Leute. Twitch.tv, schräger Toto Clash, ist absolut umsonst. Könnt ihr ruhig einen Follower da lassen. Kostet euch nichts und dann macht einfach einen Haken bei so einer Glocke an und dann verpasst ihr auch keine Livestreams mehr von mir, sofern ich denn welche mache. Im Moment bin ich ganz gut im Flow, das heißt also montags, mittwochs, freitags und manchmal sogar einen anderen Tag und gerade so die Wochenenden. So ein Samstag geht immer, sonntags bleibe ich dann doch ganz gern mit dem Arsch irgendwie, nicht im Bett, aber irgendwie, dann reicht es mir auch. Ich meine, ich hätte gestern Abend auch streamen können auf den Sonntag, aber ich habe auch erst dran gedacht, weil ich auch fürchterlich früh wieder Langeweile hatte. Aber ihr seht das, ne? Der Rest der Base ballert auch, ja. Also, dann machen wir einen Song hier, ist sowieso gehört, ist egal. Na, aber ich habe es ja vorher gesagt, ich weiß auch nicht, warum der den da unten nicht macht. Gegner greift auch schon ein bisschen an, hat auch schon ein bisschen was getan, ja, sage ich mal nicht zu. Und ich will auch nichts dazu sagen, mit welcher Truppe, aber hier unten schon schöne 2 Deaths. Aber ich wollte ja eigentlich auch was ganz anderes hinaus, Leute. Ich wollte daraus hinaus, was mit den Ressourcen hier ist. Ihr wisst, es gibt die Legendenspieler, es gibt Legendenspieler wie mich, die immer in die Legende in Champion, wie heißt denn die Olde Liga hier? In der Titanliga 1 verbringen und nie richtig Richtung Legende gehen. Und
Ich glaube, das letzte Mal, als ich jemanden gehört habe, ja, meine Lager sind voll, ich kann nichts mehr machen, das könnte höchstens Rathaus 7, Rathaus 8 sein, denn dort kannst du dein Gold, Elex und Dunkles nicht verballern. Hier kann man das ja machen, aber es ist auch sehr, sehr schade. Ich meine, hier in der Schmiede kannst du das Zeug ja loswerden, keine Frage. Ja, ich kann jetzt wieder eine dunkle Rune aus dem Pass holen und habe aber noch 302.000. Zudem sind auch meine Lager hier ganz nett befüllt, also auch das Zeug aus dem Nachtdorf kann ich natürlich hier in der Schmiede ganz gut verpowern, aber es ist natürlich sehr schade, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen sehr schade, wenn ich dann hier in den Pass gehe und sehe, okay, ich kann mir eine schöne dunkle Rune hier snacken, ja, und kann sie für 50 Gems verkaufen. Für 50 Gems. Das im Verhältnis steht das sowieso nicht. Ne? 3.000 kostet die beim Händler manchmal, wenn sie da ist. Und steht überhaupt nicht im Verhältnis. 50 kriegst du nur wieder. Das ist sowieso ein Ding eigentlich der Unverschämtheit, so will ich es mal sagen, von dem Hersteller dieses Spiels hier. Dass du etwas für 3.000 Gems kaufst, das sind ja ein paar Mark. Ja? Und für 50 Gems, wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie verkaufen. Ich finde es immer echt ein bisschen doof, dass man damit nichts anderes machen kann. Ja, ich meine, wir haben immerhin schon so eine kleine Bank, aber auch die ist in ein paar Tagen voll. Ich würde sogar sagen, in 12 Tagen, 11 Stunden schaffen wir das locker, die Bank zu füllen. Dann sind deine Vorräte hier auch wieder voll. Alle, auch das Dunkle ist wieder pickepacke voll. Und da muss ich Supercell, finde ich, für die Leute, die halt genauso spielen, irgendetwas anderes einfallen lassen. Klar ist das natürlich geil, dass ich jetzt, wenn ich das jetzt mal durchrechne, ja, 50 Gems, 150 Gems, wir rechnen mal nur in Gems, ne, 200 Gems, 210, 260, ist ja auch schick. Ja, deswegen lohnt sich der Goldpass auch immer doppelt für die Leute, die auch Max sind. Ja, das sind dann schon 310. Was habe ich hier noch? Dann haben wir 320, 330, 340, 360, 380, 390, 440, 450 und die könnte man ja noch nehmen. Sagen wir 450 Gems, weil die Trainingstränke kann man ja noch nehmen. 450 Gems nochmal oben drauf ist ja auch nicht schlecht. Ja, ist noch mal fast ein Hellenbuch, aber das kannst du auch nicht kaufen, weil vermutlich hast du sowieso hier alle Pötte voll, ja, fürs nächste Update. Ich hoffe ja jeden Tag auf irgendein Update, wo ich das dann mal wieder ausspielen kann hier. Außer die Mauerringe, die brauche ich natürlich noch. Aber alles andere fülle ich mir eigentlich immer ganz gerne auf für ein bevorstehendes Update. Wann es auch mal kommt, weiß ich nicht. Aber wenn es kommt, dann bin ich gerüstet. So muss ich es mal sagen. Deswegen gebe ich auch hier die Elex und die Gold, die Elex und die Goldrune immer nur dann aus, wenn ich mir wieder eine holen kann. Weil es kann ja sein, dass Supercell plötzlich irgendwie einen Anfall kriegt und sagt, Leute, morgen Update, alles kostet Dunkles. Weißt du, dann habe ich keine Rune. Na, dann habe ich keine Rune oder habe hier sinnvoll blöd aufgefüllt. Deswegen ist dann immer die Frage, soll man es wirklich jetzt verballern und sich das Dunkle dann wieder hochmachen, weil ich farme es ja sowieso wieder hoch. Ja, wir können jetzt mal nur Dunkles machen und das tut doch in der Seele weh, oder? Das schmerzt doch. Das schmerzt doch, wenn man das macht, oder nicht? Die ganze Schmiede nur mit Dunklen, das tut doch im Herzen weh, Leute. Die tut doch im Herzen weh, ehrlich. Und 43.000, das nächste Update ist vielleicht irgendwann im Herbst. Kommt vielleicht noch was, keine Ahnung, und danach ja im Winter letztendlich die Rathausstufe, aber bis dahin habe ich das Ding sowieso wieder voll, allein durch die Clanbuch und allein durch das, was ich ja im Monat dann wieder rauskriege im Pass. Ja, also irgendwas muss ich da Supercell einfallen lassen. Ich meine, sie haben sich ja schon die Clanstadt einfallen lassen und die Schmiede hier und überhaupt Gold und Elex zu verbrennen, wenn du zu viel hast und weißt nicht mehr, wohin eigentlich mit dem Zeug. Das ist ja schon in Ordnung, aber weil nichts anderes, habe ich ja damals auch gesagt, für mich steht diese Clanstadt als nichts anderes als an überschüssige Ressourcen verbrennen. Wenn du noch nicht Max bist, ist das natürlich nicht so. Ja, wir sind auch noch längst nicht Max hier. Wir haben auch noch ein paar Sachen zu machen. Aber man levelt natürlich auch und man kriegt dann ganz tolle Sachen, die man sich hier natürlich beim schütteligen Händler kaufen kann für die Red-Medaillen. Also hier unten die tollen Häuschen und so, ist ja alles ganz schick. Ich hole mir natürlich immer die Ärzte dafür, aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass Supercell sich da vielleicht mal was anderes überlegen sollte. Von mir aus, ey, lass eine Mauer von mir aus 100.000 Dunkles kosten. Aber so kannst du es auch verbrennen.
Warum kosten Mauern immer nur Gold und Elex? Warum kosten Mauern nicht Dunkles? Vieles hat sich ja sowieso schon geändert im Laufe dieses Spiels hier, wo plötzlich die Clanburg nicht mehr zum Leveln Gold kostet. Die hat immer Gold gekostet, Leute, falls ihr euch nicht erinnert. Die hat immer Gold gekostet. Irgendwann hat sie plötzlich Elex gekostet und jeder Sprung auf ein neues Rathauslevel kostet erstmal Unmengen an Elex, ja, weil einige Sachen ja geswitcht wurden und natürlich auch ein bisschen Dunkles. Wenn du dann genug hast, ist es ja in Ordnung. Ich würde mir hier noch so eine Art Bankbank wünschen. Weißt du, irgendwie so ein Sprachfach oder so. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Aber nichtsdestotrotz, Leute, der Abend ist nicht der Abend, wenn ich hier nicht live angreife. Die Leute haben auf mich gewettet. Und zwar richtig viel Geld bei Tipico. Also die Quoten stehen extrem schlecht für mich. Obwohl so schlecht stehen jetzt gar nicht für mich. Nein, aber nicht bei Tipico. Braucht ihr nicht nachgucken. Aber die Quoten stehen nicht ganz so gut für mich, aber ich will mal sehen, dass ich gleich mal auch hier in dem Video mal wieder einen Live-Angriff für euch mitbekomme. Kurzer Vorab-Hinweis, wir sind jetzt noch am Mittwoch und am Freitag nicht mehr live. Ich denke mal, am Freitag komme ich nicht mehr live, weil ich dann schon unterwegs bin. Es sei denn, es wird ein ganz ultra, ultra, ultra später Stream, dann aus der anderen Zentrale. Aber danach gibt es erstmal 2 Wochen nichts. Ich versuche ein bisschen vorzuproduzieren für euch. Und wenn es nur tolle Clan-Kriegsangriffe sind aus den Clans, wo ich im Moment abhänge. Ich hatte die Tage wieder dieses Format im Kopf, ich bei euch. Das habe ich ja schon mal gemacht. Es gab ja mal ein Format bei mir, ich bei euch. Und da habe ich mich mit irgendeinem Account dann immer ganz gerne in die Clans einladen lassen und habe da auch mal gezeigt, wie spielen eigentlich andere, wie ticken eigentlich andere, wie bauen die ihren Clankrieg auf und von unten nach oben nach unten, quer durch. Ja, wir machen erstmal. Das Format habe ich mal wieder überdacht. Also ich habe gedacht, ich könnte das mal wieder machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Herausforderer klar langweilig ist. Wir machen ja nur noch Perfects hier. Aber nicht immer, aber ganz schön oft, muss ich sagen. Also nachdem hier die Root Rider kamen und jetzt auch mit den Event-Truppen sind hier die Perfect Wars, muss man ehrlich sagen, guckt euch das an hier, wie viel da noch lebt, ey. Ich schmeiß das sogar noch den Zauber da weg. Okay. Es ist echt unglaublich. Naja, ich denke mal, meiner wird jetzt nicht so gut, aber ist egal. Ein Sprachfach für den Clan wäre gut. Oder den Clan. Lieber sollen, dass die Leute aus dem Clan. Oder sowas, genau. Ist auch nicht schlecht, hat mir gerade ein Zuschauer geschrieben. Ja, so eine Art Clan-Bank oder sowas. Das gibt es in jedem Online-Rollenspiel. Hast du irgendwo so ein geschertes Bankfach, wo sich alle dran bedienen können. Oder ein Gildenfach dann noch, wo sich die Gilde bedienen kann. Je nach Level. Neulinge können sich nicht so viel rausnehmen wie alte Leute und so weiter. Sowas stelle ich mir ja eigentlich auch super, super gut vor. Und natürlich die Aufstockung der Clans, keine Frage. 50 Member ist manchmal ein bisschen wenig, auch wohl viele sicherlich ihre Clans im Moment nicht befüllt bekommen. Das liegt aber an anderen Sachen, aber dennoch, lass mich mal den machen, den ich mir markiert hatte. Ich hatte mir doch hier einen markiert, oder nicht? Ah ja, guck mal, ich hatte mir einen markiert, okay. Ich denke, Clanburg habe ich jetzt. Vielen lieben Dank, den Ben Trescher. Und willkommen im Kanal. Okay, wir gehen rein. Mit der ollen Truppe hier. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Wollte ich da attacken? Ich habe doch schon Attack gedruckt, oder nicht? Ah ja, habe ich schon gemacht, okay. Habe ich schon gemacht. Okay, den Warden auf. Ah, ich habe den Warden nicht umgestellt jetzt. Stream aus. Ich habe den Warden jetzt nicht umgestellt, Leute. Ich habe den Warden nicht umgestellt, Leute. Das ist jetzt doof, muss ich echt mal so sagen. Das ist jetzt wirklich blöde. Aber gut, es ist nicht mehr zu ändern, ne? Es ist nicht mehr zu ändern, ne? Ah, das ärgert mich jetzt echt ein bisschen. Muss ich echt mal so sagen. Das ärgert mich wirklich gerade ein bisschen. Ja, ich weiß noch nicht genau, wo ich hier jetzt reingehe gleich mit meiner Truppe. Ich habe noch nichts im Blick. Bin ich ganz ehrlich, ich mache da ein bisschen weg oder ich mache hier ein bisschen weg. Muss ich mal schauen. Den haben wir da bekommen und jetzt haben wir sowieso keinen mehr. Das heißt, wir können eigentlich schon den hier spielen. Und dann lasse ich mal meine Queen so ein bisschen mitlaufen hier. Mein King verreckt da schon, das ist aber nicht so schlimm. Und die da hinten habe ich gleich zum Aufräumen der Ecken hier, würde ich sagen.
Meine Queens finde ich auch und wir nehmen die jetzt hier alle mit drin. Nehmen wir so einen Ballon hier, ihn hier mit drin. Und dann kann das hier, glaube ich, fröhlich losgehen. Ich muss mal ein bisschen näher mit reingehen. Ich nehme mal trotzdem hier meinen Roll Champion, denke ich mal, mit drin. Was ja auch nicht so schlecht ist. Aber hatte ich noch den Feuerball drin? Nee, ne? Hatte ich noch den Feuerball drin, Leute? Ich weiß es nicht mehr, echt nicht. Hatte ich jetzt noch den Feuerball drin? Ah, ich weiß es nicht mehr, ey. Echt nicht. Okay, wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Haben aber auch keinen Zauber mehr. Ich habe aber noch ein paar Drachen. Das ist ganz gut. Und das sieht auf jeden Fall stark nach 3 Sternen aus. Okay, wer jetzt nicht auf mich gewettet hat, hat ein paar Punkte verloren. Weil im Moment, das ist auch eine Angriffsstrategie, muss ich ehrlich sagen, die mir eigentlich nicht zugute kommt. Ich mag das eigentlich nicht, so ein Vier-Fronten-Krieg. Ne, machst du hier ein bisschen was weg, machst du da ein bisschen was weg. Aber jetzt mit der Event-Truppe kann man das ganz gut machen, muss ich sagen. Und dementsprechend sind das verdiente 3 Sterne von mir. 2 Helden leben sogar noch. Perfekt. Hatte ich jetzt... Entschuldigt bitte, ich muss aber trotzdem noch mal gerade gucken. Nach meinem Wächter, würde ich sagen. Nach meinem Equipment. Ich hatte noch Feuerball drin. Ah, nee, hatte ich gar nicht. Ich hatte die richtigen. Ich habe die richtigen Sachen drin gehabt. Okay, ich habe die richtigen Sachen drin gehabt. Sehr schön. Und Wut soll jetzt nach da in meiner zweiten Angriffsstrategie. Oder nee, das war mit dem anderen Account, ne? Das war mit den anderen. Ach nee, das war mit dem hier. Okay. Also muss der da rein. Perfekt. War das doch mit der oder mit der? Ich weiß es jetzt nicht mehr, oder? Es war mit der hier. Okay, passt so. Alles klar, Gigi, vielen lieben Dank. Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, wie gesagt, so eine Bank, oder es ist immer sehr, sehr schade, wenn du hier irgendwas verbrennst und kannst es nicht nutzen. Aber letztendlich, was willst du machen? Lebe geht weiter und Clash of Clans geht auch weiter. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lass mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Und wie gesagt, das ist mal wieder ein Live-Mitschnitt hier aus dem Stream. Also seid ruhig dabei. https://twitch.tv/totoflash und seid einfach dabei. Bis dahin, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Flasht.